Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber meine Familie backt nicht mal wieder einen Kuchen ohne Pflaumen und Obst zu backen. Okay, backen wir einen locker leichten Kuchen. Da meine Kinder gerne Pudding und Schokoladenkuchen essen, was liegt also näher, die beiden Sachen zu kombinieren. Wir backen also einen Schokokuchen mit Pudding. Der ist eigentlich auch ganz einfach zuzubereiten und eignet sich sehr gut für den Kindergeburtstag. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los, doch zuvor abonniert noch schon meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Heute fangen wir mit dem Pudding an und dafür brauchen wir 250 Gramm Sahne, 20 Gramm Zucker und 20 Gramm Vanillepuddingpulver zum Kochen. Dann lasst uns mal den Pudding kochen. Als erstes kochen wir etwa 150 Gramm Sahne mit dem Zucker auf. Das Puddingpulver verrühren wir in der restlichen Sahne und kochen dann alles zusammen auf. Der Pudding kann jetzt abkühlen und wir machen mit dem Schokoteig weiter. Dafür brauchen wir 4 Eier, die habe ich schon einmal getrennt, 180 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, 12 Gramm Backpulver, 20 Gramm Backkakao, eine Prise Salz, 100 Gramm Sahne und 75 Milliliter geschmacksneutrales Öl. Als erstes schlagen wir die Eigelb mit dem Zucker und dem Öl schön dick cremig. Und da das Zugucken ja so langweilig ist, schlagen wir in der Zwischenzeit noch das Eiweiß mit dem Salz steif. Und nicht vergessen, ab und zu mal den Vanillepudding umzurühren, damit sich keine Haut bildet. Als nächstes kommt die Sahne dazu. Dann kommen Mehl, Backpulver und Backkakao mit in die Schüssel und werden kurz untergerührt. Zum Schluss heben wir den Eischnee unter. Der Teig ist fertig und kann auch gleich in unsere 26er Springform. Auf den Boden habe ich schon ein Backpapier gelegt. Der Rand wird jetzt noch eingefettet und mit Mehl bestäubt. Der Teig ist so schön flüssig, dass er ganz von alleine glatt wird. Den Pudding kleckern wir jetzt löffelweise auf den Kuchen. Nun backen wir den Kuchen etwa 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen ist fertig gebacken, er war 35 Minuten im Ofen, nun ist er abgekühlt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Puderzucker und dann können wir den Kuchen auch schon essen. So sieht der Schokokuchen mit Pudding von innen aus. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Schokokuchen mit Pudding. Er geht schnell, er ist lecker und kommt jedenfalls bei unseren Kindern immer gut an. Wenn ihr den Kuchen auch einmal ausprobieren wollt, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!